Hallo und herzlich willkommen zum 34. Let's Play Bericht. Ich denke mal, der Titel sagt schon wieder so einiges, wie immer. Tut mir leid, ich bin leider immer noch erkältet. Aber es sollte jetzt nichts mit dem Titel zu tun haben, sondern eher, ja, Online-Games plus Geld ausgeben und auch neue Together-Projekte, also Möglichkeiten, Together zu Let's Playen. Worauf ich hier hinaus will, ist mal Folgendes. Ja, wie einigen bekannt sein dürfte, haben viele Online-Games sowas wie ein Item-Shop. Neulich habe ich ein schönes Video gesehen. Da ich früher mal Pangea gespielt habe, sagt vielleicht nicht jedem was, ist ein Golfspiel, ja, welches man früher kostenlos spielen konnte. Dieses Spiel hat auch einen Item-Shop. Ich habe ihn nie benutzt, möchte ich dazu sagen. Aber ich habe neulich, wie schon gesagt, ein Video dazu gefunden, bevor ich jetzt abschweife, bezüglich des Abschaltens der europäischen Server. Ich hatte es zwar von einem Bekannten schon gehört, hab's aber nicht so ganz geglaubt und hab's deshalb mal überprüft, weil, ja, ich habe jetzt seit fast zwei Seasons kein Pangea mehr gespielt. Auf jeden Fall habe ich dann in dem Video gehört, dass die deutschen Server abgeschaltet werden, also europäisch generell. Ja. Dass die Figuren auf die OS-Server transferiert werden. Klingt doch mal ganz vernünftig. Klingt doch ganz vernünftig, finde ich auch. Ey, ich meine, ihr baldet euer Level, ihr könnt weiter zocken. Wenn ich richtig mitbekommen habe. Aber jetzt kommt nämlich mal der Punkt. Ich habe von jemandem gehört, der eine Menge Geld im Online-Shop ausgegeben hat, sag ich jetzt mal einfach. Also im Ingame-Shop. Um sich dort Items zu kaufen gegen echtes Geld. Items sind alle weg auf dem US-Server. Und ich sag mal, es war eine Menge Geld. Ich werde jetzt keine Summen nennen, aber es war eine Menge Geld. Ich kenne die Person nicht persönlich, aber trotzdem habe ich es gelesen und kann es mir so gut vorstellen. Und was gab's dafür? 10 Lose per Zufallsprinzip. Einen Moment, tut mir leid, ich bin gleich wieder. Ja, 10 Lose, wo alles Mögliche drin sein kann halt. Also theoretisch gesehen auch Nieten, sofern ich es richtig mitbekommen habe. Und scheinbar waren es alles Nieten. Naja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, ganze Menge Geld umsonst ausgegeben. Ich wollte mal dazu so viel sagen wie, ja, dass die Publisher was auch mit uns machen können. Ich meine, es gibt viele Online-Spiele, sehr, sehr viele Online-Spiele. Und ich persönlich finde es irgendwo schon ein bisschen bescheuert, dass das Ganze jetzt mittlerweile so ausartet, dass jeder Publisher mit uns tun und lassen kann, was er will. Ja. Ich meine, es ist doch das gleiche wie mit Sekirom und wie sie nicht alle heißen. Nehmen wir mal einfach an, eure 5 Installationen sind aufgebraucht und der jeweilige Publisher sagt, nö, Ich will dir keine Installation mehr freigeben, also keine Lizenz. Hast du Pech gehabt, kauf das Spiel neu. Beziehungsweise auch so komische Online-Kopierschutz-Shadow-Ding-Dong-Tralali-Tralala. Ich meine, ich kaufe mir all meine Spiele als Originale natürlich, aber trotzdem fühle ich mich zutage gegängelt. Aber okay, worauf ich hinaus will, ist kurz und knapp erklärt. Ja. Nehmen wir mal einfach an, die würden jetzt von heute auf morgen pleite gehen und all ihre Server abschalten. Wer würde denn bitte jetzt noch ein Offline-Patch rausbringen? Kann mir das mal einer erklären? Ich persönlich rechne nicht damit, dass noch ein Offline-Patch hinterherkommen würde. Aber in Ordnung. Sind zwar schon alles alte Hüte, diese Maßnahmen, aber okay. Ja, theoretisch könnte ich jetzt auch noch das Thema Origins ansprechen, aber mal ganz ehrlich. Ich benutze kein Origins. Als ich gehört habe, dass das nicht anders als eine Spionagesoftware ist, habe ich sie runtergenommen. Ja, ja, Origins von EA. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ich möchte hier keinen Rufmord begehen. Ich kann dazu nur so viel sagen, wie der Scheiß landet nicht nochmal auf meinem Computer. Einige Spiele funktionieren da ohne nicht, naja, kann man nicht ändern. Deswegen kaufe ich auch nicht so gerne unbedingt neue Spiele, sondern kaufe ich mir lieber billig, wenn sie halt billiger geworden sind. Ja, worauf ich noch hinaus wollte, neue Let's Play Together Projekte. Was könnte das sein? Wie könnte man sich vorstellen? Ja, gerade habe ich noch so ein bisschen so die Online-Spiele kritisiert. Aber jetzt kommen wir wieder auf eins zum Sprechen. Herr der Ringe Online, der erste Part ist aufgenommen, ob ich ihn irgendwann hochlade, wann ich ihn hochlade, vielmehr weiß ich auch noch nicht, mal sehen. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, mir eine kleine Stammgruppe aus 4 Leuten aufzubauen, also ich plus 4 weitere. Sagen wir, 2 bis 3 Slots sind schon mal locked, also einer ist noch offen. Vielleicht noch 2, mal sehen, ich muss mal sehen, mit einem möglichen Co-Moderator noch reden, sogar mit 2, eigentlich mit allen, aber egal. Sagen wir es so, wie wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, könnte man sagen, 2 bis 3 Slots sind locked. Was bedeutet, es wird immer mit wechselnden Co-Moderatoren vielleicht kommen und vielleicht auch mal zu einem
komplett spielen mit allen fünf zusammen, dass man mal eine Instanz schafft oder so. Wie schon gesagt, Herr der Ringe Online, dieses Spiel ist wenigstens kostenlos. Ja, es hat auch einen Item-Shop, den ich aber nicht benutzen werde. Ich meine, ich habe einen Gutschein, den werde ich noch benutzen, aber auch nur, ja, ich kaufe mir, wie alle wisst, immer ein Computermagazin, da war ein Gutschein drin. Ja, aber wie schon gesagt, wer Interesse hat, mit mir ein Let's Play Together Herr der Ringe Online zu machen. Was aber bedeuten würde, ihr müsstet von Level 1 wieder neu anfangen. Natürlich müsst ihr dafür nicht eure Chars löschen, da ich persönlich noch keinen richtigen Server rausgesucht habe, beziehungsweise ich habe zwar schon einen, aber ich kann den Server auch noch wechseln, ist ja gar kein Problem. Insofern müsst ihr eure Chars nicht löschen. Aber solltet ihr Interesse haben, mit mir zusammen ein Let's Play Together Herr der Ringe Online, tut mir leid, zu machen, schreibt mir einfach in die Kommis hier, schickt mir eine PM, also eine Nachricht per auf meiner Channel-Seite, Nachricht schicken Option, oder aber schreibt es mir auf den Channel selbst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere Interesse hätte. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Video.